Hallo, hier ist der Norm. Ich wollte euch mal ein neues Modell vorstellen, also das es noch nicht so lange gibt. Das habe ich bei Modellbau König gekauft und kostet ungefähr um die 35 Euro. Das Interessante ist ein Zeppelin aus dem Ersten Weltkrieg, den gibt es nicht so oft, beziehungsweise ich glaube sogar gar nicht oder nur ganz selten. Dieser Zeppelin wurde von der Firma Tacom rausgebracht. Tacom, für mich eine sehr gute Firma. Ich habe da den Panzer Maus gebaut, mit der ich sehr zufrieden war mit dem Bausatz. Super Passgenauigkeit. Und ich glaube, was die herstellen, auch in Sachen Zeppelin, das kann sich sehen lassen. Das ist der Maßstab 1 zu 350. Zeppelin habe ich noch nie gebaut. Und ja. Noch zu der Verpackung oder beziehungsweise zu der Länge, das sind 51 cm, also 510 mm. Hier sehen wir draußen auf dem Karton die Bemalungsvorschläge, da gibt es zwei. Ja, da muss ich also noch gucken, was ich mache. Ich glaube eher, ich tendiere zu der mit der Tarnung, aber ich weiß es noch nicht genau. Und da steht auch noch mal drin, was das ist: Zeppelin LZ59. L2G, Marine, Luftschiffabteilung, Kaiserliche Marine. Das ist in Tondern, Airship Base Germany, April 16. Und hier unten ist ein Zeppelin LZ77, LZ107, Luftschichttruppe Düren. Naja, oder Düren meinen die, keine Ahnung. Germany Sommer 1917, also etwas moderner, daher auch schon mit der Tarnung. Hinten ist noch ein bisschen Werbung. Ja, Werbung drauf für zum Beispiel einen anderen Zeppelin. Das ist die P-Klasse oder halt die Sachsen-Klasse, eine Fregatte oder so modern Kram. Das ist nicht so mein Fall. Hier steht nochmal drauf, was da drin ist. Das sind insgesamt drei Äste. Sind sogar Fotoätzteile dabei, die Decals. Und noch der Ständer ist das, der ist durchsichtig aus Glas. So, stell das nochmal hier hin. Sorry, ich bin kein Profi, wenn ich Filmchen drehe. Das ist einfach amateurhaft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Nochmal hier, das sind die Decals, sehen ganz anständig aus, auch von Tacom. Oder Fotoätzteile, die waren mit in dem Bausatz, finde ich klasse von Tacom. Echt schön. Zu viele Fotoätzteile mag ich nicht, das ist sehr anstrengend, die zu verarbeiten. Dann haben wir einmal die Anleitung, die schauen wir uns mal kurz an. Typisch Tacom, kleine Anleitungen. Na, ich blätter jetzt mal mit meinen dicken Fingern. Ja, ein paar Hinweise, was man machen soll, was man nicht machen soll, was man benutzen soll, Schere etc. Die Farben von MIG, alleine jetzt nur MIG-Farben, finde ich ein bisschen, naja, habe ich alle, aber man hätte auch noch andere Farben anbieten können, Vallejo zum Beispiel. Hier nochmal die Ätzteile, die dort drin sind. Also sind es insgesamt drei Äste. Decals nochmal und der Ständer in Klarsicht, Fotoätzteile. Ja, das ist jetzt der Bausatz, der wird nicht so groß sein und auch nicht so kompliziert, da bin ich mir sicher. Ich zeige das nochmal ganz grob gerade. Es sieht mir nicht kompliziert aus. Um das mal so zu sagen. Aber ist schon was dran zu bauen. Insgesamt sind 13 Baustufen zu bewältigen. Und ich bin mir ganz sicher, bei Tacom werden wir ein gutes Ergebnis erzielen, vor allen Dingen in Sachen Passgenauigkeit. Hier ist nochmal die genaue Beschreibung. Das sind MIG-Fragen von Ammo. Und da werde ich mal gucken. Was ich da, ich glaube, ich tendiere eher zu denen mit der Tarnung, bin ich mir aber jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz sicher. Der kommt, oh, da gibt, kann man sogar mehrere Ausführungen machen. Das sind insgesamt 1, 2, 3,
Vier, fünf verschiedene Typen. Also ich tendiere zu Typ 5, weil der schon diese Tarnbemalung hat, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Vielleicht baue ich auch die ganz frühe Variante. Das war's schon eigentlich. Zu den Teilen, die werde ich mal kurz zeigen. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich habe auch nichts anderes von Tacom erwartet. Das sind immer eigentlich sauber gegossene Teile. Ich habe noch nie ein Problem mit Tacom gehabt. Ich muss jetzt lügen. Tacom ist, glaube ich, chinesisch. Ich müsste. Na, wo steht das jetzt wieder, dass es ein Chinese ist? Ich meine, es ist, kommt aus China. Chinesen sind ziemlich stark in Sachen Bausätze. Lässt sich auch billiger produzieren. Hier ist der Ständer. Das ist Klarsicht. Hier haben wir den Korpus vom Luftschicht. Das ist ja ein riesen Korpus gewesen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wie die Antriebe waren. Das war ja meistens, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit was die geflogen sind. Da müsste ich auch noch mal recherchieren. Helium, ich glaube, das war das Gefährliche, das Helium. Da erinnern wir uns an Graf Zeppelin, der ja explodiert ist, beziehungsweise das muss mit dem Blitz zusammengehangen haben. Aber wir werden das nie genau herausfinden, was da genau passiert ist. Da gibt es ja verschiedene Varianten, Spekulationen. Ja, also wie gesagt, das sind 1, 2, 3 Äste. Da wird nicht viel dran zu bauen sein, aber sehr interessant, vor allen Dingen Zeppelin und dann noch von einer bekannten Firma. Da habe ich doch gleich zugegriffen und ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen, sieht ordentlich aus und da sage ich mal einen Daumen hoch von mir. Ich werde, sobald ich dieses Projekt anfange bzw. fertig gebaut habe, werde ich natürlich ein Video drehen. Ich bedanke mich, dass ihr mir ein bisschen zugehört habt. Wie gesagt, ich bin kein Profi und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlässt. Tschüss!